Fantastic. Ja, guten Tag, willkommen zu einer neuen Roulette Black Lives Matter. Ja, ich bin immer noch sauer. Ich hatte nämlich einen Disconnect. Deswegen, ja, habe ich jetzt noch meine Truppen, aber habe 0%. Das ist natürlich sehr schön. Ja, das war's dann jetzt wahrscheinlich auch mit dem Clan-Krieg. Im 0%. Ja, sehr geil. Ja, es tut mir leid. Es ist gerade wirklich. Es ist gerade wirklich schwierig, die Enttäuschung nicht so rüberzubringen, wie sie eigentlich ist, weil sie eigentlich doch sehr groß ist. Ja, deswegen dachte ich mir, komm, wir machen die Folge trotzdem noch. Ich wollte sie eigentlich nicht machen, weil ich gedacht habe, na, du hast eigentlich keine Lust. Allerdings habe ich mir gedacht, wenn ich euch ja schon die Folge verspreche, um 17 Uhr, dann will ich sie auch einhalten. Vielleicht wird dann meine Laune auch etwas besser. Ach man, es ist echt, es ist ein Tag zum Vergessen, ey. Erst lief der erste Angriff nicht gescheit. Und dann lief der zweite Angriff noch schlechter, weil gerade als ich die erste Truppe setzen wollte, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt eine Truppe gesetzt habe. Ja, gerade als ich die erste Truppe setzen wollte, war plötzlich mein Internet weg. Und ich konnte plötzlich gar nichts mehr setzen. Ja, das ist sehr ärgerlich. Habe ich überhaupt noch? Was habe ich denn überhaupt? Ich habe dreimal. Nee, ah, hier habe ich den Päcker noch. Ja, den Päcker kriegt gleich noch der Julian und dann. Ja, mit einem Wunder könnten wir kein Unentschieden mehr holen. Es ist also vorbei. Der Clan-Krieg ist verloren. Und das ist eigentlich ganz alleine meine Schuld. Und das weiß ich auch. Ja, na gut, was sollen wir machen? Und jetzt, ich werde auf jeden Fall je nachdem erstmal eine Clan-Bau-Pause machen. Ich habe jetzt seit 2 Wochen habe ich hier so viel dunkles Elixier, was ich nicht benutzen kann, weil ich einfach immer Clan-Krieg mache und dafür immer beide Helden haben wollte. Nein, jetzt wird gleich sofort der König und die Königin. Die Königin kann ich natürlich wieder nicht machen. Ach komm, wir nehmen ihn jetzt hier einfach mal mit. Ich habe echt. Im Grunde die Faxen dicke, egal ob ich jetzt hier was reiße oder nicht. Wo hat er denn was denn? Luftfeger hat er im Ausbau, das ist schon mal gut. Wo steht der andere denn? Da oben. Da oben steht der Luftfeger. Ja, es ist ja egal. Es ist ja egal. Wir probieren es trotzdem einfach mal eben. Ob ich jetzt hier was reiße oder nicht, ist komplett scheißegal. So. Ah, immerhin. Sie haben es offen gemacht. Jetzt muss ich nur die Königin schnell hinterher setzen. Die Clan-Truppen. Die Königin von ihm ist mir auch egal, die ist so weit weg. Die interessiert mich jetzt auch gar nicht mehr. Ich versuche einfach von oben halbwegs was kaputt zu machen, versuche die Luftabwehr kaputt zu machen. Ja, geil, er hat einen Golem in der Clanburg, auch nicht schlecht. Wird natürlich jetzt, ja, wahrscheinlich meine Königin gleich ordentlich fressen. Also, es ist egal. Ich könnte auch das Rathaus natürlich mitnehmen, das will ich jetzt aber auch nicht machen. Ich will noch einen coolen Angriff zeigen. Vielleicht können wir noch ein bisschen was mitnehmen. Der Luftfeger steht, wie gesagt, da oben. 1, 2, 3. Wir probieren es einfach mal. Ansonsten weiß ich auch nicht, was ich noch machen soll. Ich habe keine Ahnung. Hier ist zumindest, hier können wir schon mal einiges freezen auf jeden Fall. So. Ja, sie gehen sogar, einige gehen sogar schon in die Mitte rein. Au, da vielleicht noch einen hin. Die Königin noch zünden. Die Königin lebt immer noch. Sehr gut. Da noch was freezen? Ah, sieht doch gar nicht mal so schlecht aus eigentlich, ne? Ist da noch was kaputt? Ah gut, es lebt noch ein Inferno-Turm. Das ist natürlich nicht so gut. Aber der hat sich schon aufgespalten. Er hat schon aufgespalten, jetzt die Frage. Ja, wir kriegen natürlich nicht so viel Loot, wie ich das gerne hätte. Aber die Königin. Was ist die Königin denn? Ach, die Königin ist da außen noch. Ja, naja, naja, naja. So hätte es auch laufen können. Natürlich ist es jetzt etwas schwieriger, als das letzte Mal der Fall gewesen wäre gegen YOLO vielleicht, weil ich ja da mich. Ich hatte mich gut drauf vorbereitet eigentlich. Aber wir kriegen auch keinen Stern mehr. Ist auch egal. Es ist vollkommen egal, ob wir jetzt hier noch einen Stern holen oder nicht. Wir nehmen jetzt eben noch das Gold mit. Ja, es ist ein bisschen schade. Wir geben gleich dem Julian noch seinen Päcker und dann wird der Julian vielleicht noch versuchen, mit Glück wird er noch einen Stern holen, aber der Gegner hat ja auch noch einen Angriff. Hat auch noch Angriff übrig. Einen hat er, glaube ich, noch. Wird auf jeden Fall dann noch einen Stern holen und dann, ja. War es das? War es das leider mit dem Clan-Krieg? Es tut mir leid. Ach komm, wir geben auf. Wir geben auf. Es ist egal. Es ist vollkommen scheißegal. Jetzt habe ich endlich meine Truppen los. Können wir ihm endlich den Päcker rübergeben. Ja, jetzt gucken wir mal drauf. Der Gegner hat noch. Der Gegner hat schon angegriffen. Der Gegner hat, ja, hier noch 2 Sterne geholt. Oder? Nee, warte mal. Das ist ja, warte mal. Ich bin total verwirrt. Da. Oder? Wo war denn der letzte Angriff? Greli, genau. Greli hat auf die 8 noch was geholt. Jakob hat noch was geholt. Das heißt, wir liegen jetzt 21, 25 hinten, haben noch 2 Angriffe übrig. Nicht mehr der Rede. Wir haben noch. Ja, okay, wir haben noch hier den Iron auch noch übrig. Wird aber nicht mehr funktionieren. Ach, Mann, hier oben haben wir es verloren. Hier bei der 1 und bei der 2, es waren meine Fehler, ich gebe es zu. Ich hätte einfach bei beiden locker mit den Golems oder mit Go Wipe, hätte ich auf Sicherheit gehen können, hätte dann vielleicht noch was geholt. Wir gucken uns mal noch 1, 2 Angriffe an, Kriegsereignisse. Ja, 0%. Sehr schön auf jeden Fall. Von wem haben wir denn noch einen coolen Angriff? Der Angriff von Daniel war sehr gut. Ah, den hatte ich schon gezeigt, oder? Oh, nee, der hat schon nicht gezeigt.
Daniel geht mit drei Golems vor und ja, ganz normale Go-Wipe-Taktik eigentlich. Ja, vielleicht der Gift war vielleicht etwas zu früh, weil jetzt hat er den Hund noch quasi in voller Blüte, sag ich jetzt mal. Der Hund ist noch nicht kaputt. Der Hund ist aber gleich kaputt und dann wird er sich halt aufteilen und das ist dann das Problem. So. Hund ist noch am Eskalieren. Ja, die Welpen sind jetzt gleich schon down. Wo ist denn die Königin? Ah, da ist die Königin. Die Königin hat er jetzt erst gesetzt. Ja, hüpfen ganz gut in die Mitte rein, muss man sagen. Jetzt wird er gleich noch einen Wutzauber in die Mitte knallen, auf jeden Fall. Tesla kaputt, jetzt hüpfen sie da noch rein. Königin hüpft jetzt gleich vielleicht auch noch in die Mitte. Das ist, ja, noch nicht ganz. Sie kümmert sich jetzt noch um den X-Bogen. Außen sind auch noch ein paar Truppen. Das ist in diesem Fall gar nicht mal so schlecht, wenn außen auch schon ein bisschen was aufgeräumt wird und sich das dann so ein bisschen mehr verteilt, auf jeden Fall. Ja. Ach man, der Disconnect. Aber ich hab schon wieder bessere Laune jetzt, also. Weiß ich auch nicht. Es war natürlich in dem Moment ärgerlich. Es tut mir eigentlich am meisten natürlich leid für den Clan, weil ich deswegen, ja, deswegen haben wir halt verloren. Weil ich so dumm war oder beziehungsweise ich einen Disconnect hatte und beim ersten Angriff halt den Fehler gemacht habe. Deswegen, ja. Was ich auch mal Bock drauf hätte, wäre vielleicht noch The Return gegen The Return. Das heißt, wir machen einen The Return 2 und versuchen dann mal uns zu matchen. Also das wäre vielleicht auch ganz cool. Ja. Ich bin gespannt, ob das dann funktionieren wird oder nicht. Werden wir dann sehen. Ja, er hat ja auf jeden Fall 3 Sterne geholt. Sehr gut gemacht, lieber Daniel. Und insgesamt hat mein Team auf jeden Fall richtig gut angegriffen. Da kann ich auf jeden Fall keinen Vorwurf machen, außer mir selber, dass es nicht geklappt hat. Die haben echt gut angegriffen, die Leute. Haben natürlich auch... Ja, es war abzusehen, dass es ein enges Match wird. Weil beide Clans ganz gut in Form sind. Ja. Das ist halt so, das sind halt so Nuancen, die es dann am Ende entscheiden. Und ja, wie gesagt, tut mir leid auf jeden Fall fürs Team, dass ich so verbockt habe. Ansonsten Kira noch 2 Gold. Ich hab 75% kassiert. Meine Base ist richtig scheiße. Ich habe sie umgebaut vor dem Clankrieg. Hat aber irgendwie, naja, hat nicht so gefruchtet, weil es einfach, ja, wie will ich das formulieren? Es lief einfach nicht. Wir gucken uns den Angriff von Greli an. Die Base war scheiße. Ich hätte einfach meine Standard-Base behalten sollen. Das war zum Beispiel eine Base, wo ich gesagt habe, Julian, bau sie doch bitte um. Die ist mit Go Wiwi ist die so leicht zu 3 Sternen im Grunde. Das hat er dann aber nicht getan. Das sind vielleicht auch so kleine Kleinigkeiten im Clankrieg, wo man dann sagt, da könnte es vielleicht dran liegen, dass es dann nicht funktioniert hat. Ja, kann sie nichts machen. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, so bis heute Morgen hat es richtig viel Spaß gemacht. Dann nicht mehr, aber gut, jetzt macht es wieder Spaß. Jetzt kann ich endlich wieder farmen. Jetzt kann ich endlich mal mein dunkles Elixier da nochmal ausgeben. Kann dann endlich mal die Königin upgraden. Wobei, ich mach den König. Ich mach gleich den König. Wir graden den König ab, wir ziehen den König hoch auf 25, dann kann ich noch mit der Königin ein bisschen farmen. Und dann haben wir auch genug, dann wird auch bald der Erdbebenzauber fertig sein. Auf 3, den ziehe ich dann sofort hoch auf 4. Denn dann will ich mal ausprobieren, ob ich mit dem nicht noch ein bisschen, ja, noch ein bisschen Schabernack treiben kann mit dem Erdbebenzauber. Ja, sehen wir auf jeden Fall hier noch. Greli hat er gut gemacht auf jeden Fall. Nur wie gesagt, die Base. Die Base ist so Standard. Die Base kannst du so leicht mit 3 Sternen versehen, wenn du halt weißt, wie es geht. Wenn du halt, ja, go Wiwi. Das hatte ich da schon gezeigt? Ich weiß nicht. Nee, den hatte ich noch nicht gezeigt. Den hatte ich noch nicht gezeigt. Aber wie gesagt, ja. Vielleicht könnte man das ja auch mal machen, dass man mal gegen die Zuschauer einen Clankrieg macht. Dass man sagt, wir machen einen Clankrieg gegen euch. Ja, jetzt sehen wir noch den letzten Angriff. Julian, versucht's noch. Ist auch nicht ganz cool, dass wir es jetzt noch im Video sehen. Aber selbst wenn er 3 Sterne holen würde, würde es ja trotzdem knapp werden. Also würde es nicht reichen, weil er dann hätten wir 22, 25. Der Gegner hat keinen Angriff mehr übrig und ja. Es wird nicht reichen. Auch wenn es jetzt noch, auch wenn er es noch ganz gut gemacht hat, auch wenn wir jetzt hier noch sehen, dass er jetzt schon 2 Sterne geholt hat. Aber es wird nicht reichen, leider. Ja, deswegen gucken wir mal eben ganz kurz noch. Ja, wie gesagt, wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass man sagt, wir spielen mal gegen euch oder so. Wir haben ja extra gesagt in diesem Clankrieg, wir wollen die Sachen nicht, also wir wollen die Low-Accounts nicht angreifen. Was wollte ich denn jetzt noch machen? Ich wollte noch, ach genau, ich wollte den König upgraden. Wir können ihn endlich upgraden auf 24, das heißt, wir machen ihn danach noch hoffentlich auf 25 und dann, mal gucken, 1, 2, 3, 4, 5. Wenn wir ihn dann auf 25 haben, dann mache ich mal vielleicht mit der Königin weiter. Der Erdbebenzauber ist in 3 Tagen fertig, dann könnte man vielleicht ihn sofort hochziehen auf Level 4. Ich denke mal, er wird dann 80.000 kosten, schätze ich mal. 70.000 wird er wahrscheinlich kosten. Oder? Ja klar, auf 70, auf Maximum kostet er glaube ich 70.000. Würde dann funktionieren, dass wir ihn dann hochziehen und dann hätte ich ja vielleicht noch so taktisch 1, 2 Möglichkeiten mehr. Wir sind auf jeden Fall am Ende dieses Videos, wenn es euch gefallen hat. Ja, es ist, tut mir wirklich leid, aber es gibt halt so Tage und da müsst ihr mich auch verstehen, ich spiele halt das Spiel mit Leib und Seele und wenn es dann mal nicht klappt, dann ist man natürlich auch ein bisschen pisst.
ganz ehrlich, das ist nun mal so und das ist ja auch eigentlich gut so und dass man auch mal ein bisschen mit Emotionen spielt. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da und morgen geht's weiter mit Clash of Clans mit Minifred. Weil ich hatte erst gedacht, Matthias könnte eine Folge machen, aber dachte ich mir so, na nee. Ah nee, lieber doch nicht. Da machen wir es lieber selber. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr morgen reinschaltet. Vielleicht morgen habe ich noch was Cooles vorbereitet. Macht's gut, bis dahin. Noch einen schönen Sonntag und bis demnächst. Tschüss.